Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Königs Gambit in Camborn von Pegasus Press für Cthulhu. Viel Spaß! In diesem Buch befinden sich ein kleiner Quellenteil über die Stadt Camborn als auch zwei Abenteuer, die wir jetzt im Verlaufe besprechen, sowohl der Monolith und auch Blutrausch. Bevor ihr jetzt anfangt, etwas über Camborn zu googeln, ihr werdet nichts finden. Das liegt nicht daran, dass Camborn erfunden worden ist, sondern daran, dass die Stadt ungefähr im Jahr 1920, 1930 einer Katastrophe anheimfiel, Cthulhuiden Ausmaßes. Sprich, die Welt hat vergessen, dass diese Stadt existiert. Ein großer Schleier liegt darüber. Dementsprechend sind Wikipedia-Einträge darüber nicht zu finden, weil die Welt einfach nicht mehr weiß, dass es Camborn einmal gab. Das ist ganz ähnlich mit der Stadt Bielefeld auch vergleichbar, denn es gibt auch einige Verschwörungstheoretiker, dass Bielefeld einmal existiert hat. Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Bielefeld hat nie existiert und sämtliche Fotos sind gefotoshoppt. Nun gehen wir erstmal ein bisschen auf diese Stadt ein. 30.000 Menschen bzw. 33.000 Einwohner, ihr könnt das dann hier erkennen. Die Stadt verfügt über verschiedenste Gebäude, die dann mal mehr, mal weniger wichtig sind. Eine Universität haben wir natürlich auch, ein Rathaus, Bahnhof, eine Universität oder ein eigenes Mühlenviertel. Wir haben dann auch ein großes Hotel für dann, ja, berühmte Persönlichkeiten, die man hier auch unter anderem finden kann. Es ist unglaublich viel hier in diesem Buch enthalten, sehr liebevoll, detailliert wurde hier dann recherchiert. Über diesen Cthulhuiden Schleier hat man sich ein bisschen hinweggesetzt mit eigenen Mythosfähigkeiten der Redaktion und konnte dann eben auch eine große Künstlerszene dann auftun, die es hier mal gegeben hat, bevor dann das Ganze losging. Es gibt ein Badehaus, teilweise gibt es ja auch noch Probleme mit dem Hochwasser, weil ja ein großer Fluss fließt dann eben an Camborn vorbei. Und das ist hier sehr, sehr liebevoll recherchiert worden. Gefällt mir richtig gut. Es gibt dann auch sehr unwichtige Hintergrundinformationen, beispielsweise woher jetzt die Universität ihren Namen hat, weil da ein reicher Gönner gestorben ist und die Witwe hat dann diesen Namen dann dieser Universität vermacht. Also total liebevoll. Ich möchte auch darüber sprechen, warum dieses Abenteuer Königsgambit heißt. Beziehungsweise, wenn ihr Schach nicht kennt, dann solltet ihr euch einfach mal über Gambit informieren. Ich hoffe hier auf eine große Kampagne, die rund um Camborn dann in den nächsten Jahren erscheint. Zumindest der Titel Gambit klingt danach. Und ich bin sehr gespannt darauf, was dort passieren wird. Wir erfahren über Camborn in diesem Quellenteil schon mal so viel, wie wir brauchen, um Charaktere dort zu erstellen. Es würde sich zumindest anbieten, dass Charaktere dann aus Camborn kommen. Wie gesagt, wir haben dort alles, was wir brauchen. Wir können dann Professoren oder Doktoren spielen. Wir können natürlich dann auch eine kleine Zeitung da gründen und Journalisten dann herumschicken. Wir haben natürlich Feuerwehr oder Polizei. Wir haben Künstler. All das, was wir brauchen, um Investigatoren dann auf diese Stadt loszulassen. Und die Stadt wird weiter ausdefiniert. Das heißt, wir haben hier ein Grundgerüst und in jedem Abenteuer, was dafür erscheint, beziehungsweise jetzt die beiden, die jetzt erschienen sind, ich hoffe, wie gesagt, es gibt noch weitere, wird diese Stadt weiter ausdefiniert. Wir fangen an mit dem Monolith von Sabrina Hubmann. Ja, es gibt ein kleines Dörfchen, was außerhalb von Camborn liegt. Relativ nah noch dran, aber dann doch nicht so sehr eingebettet, eingemeindet, wie man das eben mag. Noch sehr mittelalterliche Strukturen, möchte man meinen. Die haben zwar schon fließendes Wasser, aber ansonsten sind sie für das Jahr 1920 noch primitiv. Mehr als fließendes Wasser haben sie nicht. Die Investigatoren werden dann von einem örtlichen Pfarrer angeworben, der sie damit konfrontiert, dass mittlerweile viele Bewohner fernbleiben. Das hat sich jetzt über die letzten Wochen so etabliert und jetzt ist er gerade eben von einer Messe gekommen, wo kein einziger Mensch war. Und das hat ihn sehr beunruhigt und wenn man da so ein bisschen feinfühlig ist, kann man eben herausfinden, dass der Pfarrer sich da selbst Vorwürfe macht, beziehungsweise dass da vielleicht auch die Politik da im Argen wähnt, die bösen Kommunisten, die Roten. Ja, je nachdem, ob man das dann 1920 spielt oder 1890 oder sogar now, man kann es eigentlich spielen, wann man will, macht das mal mehr, mal weniger Sinn, aber diesen politischen Ansatz, der dann hier gewählt wird, den finde ich ganz spannend, weil wer ahnt da schon, dass da ein cthulhuides Wesen hintersteckt.
Die Charaktere können also dann in diesen Stadtteil vordringen, nach Hubbüttel. Wie gesagt, sehr außerhalb, noch ein kleines Dorf mit einer moorigen Region. Das klingt jetzt erstmal sehr standardisiert für Cthulhu. Das ist vielleicht nicht unbedingt was Frisches, was Neues. Aber so wie die Geschichte hier erzählt wird, gemeinsam mit dem Hintergrund Qamborn, finde ich, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Die Charaktere fahren also in die Stadt und versuchen dann zu ermitteln, aus eigenen Gründen, was sich dort zugetragen hat. Beziehungsweise sie wollen natürlich herausfinden, warum die ja jetzt alle fernbleiben von diesem Gottesdienst. Das gestaltet sich natürlich immer so ein bisschen schwierig bei eigenbrötlerischen Dörfern. Wie gesagt, es ist nichts Neues, weil man ja auch in Lovecraft Country solche Orte sehr oft hat. Aber einfach weil man selbst aus Qamborn kommt und dieses Dorf auch kennt, mit einem sehr einfachen Bildungswurf hat man da sehr viele Hintergrundinformationen, verschiedenste Hintergrundinformationen. Und abhängig davon, welchen Beruf man gewählt hat, also bin ich bei der Polizei, bin ich zum Beispiel Arzt oder bin ich Journalist, bekomme ich andere Hintergrundinformationen über Qamborn und kenne dieses Dorf bereits. Das ist eben das, was ganz essentiell anders ist als im Vergleich zu Lovecraft Country. Und es sollte mich interessieren, was dieses Dorf dann eben so anders macht. Das könnte sich nämlich auf meine eigene Stadt ausbreiten. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich kommen die Charaktere, die Investigatoren aus Qamborn. Sie versuchen also, die Bolschewiki aufzustöbern und geraten dann an einen Arzt. Der hat noch ein paar weitere Hintergrundinformationen. Es beginnen weitere Recherche. Hier muss ich sagen, was mir eben besonders gut gefällt, ist, es gibt ein Handout, was verändert wird. Denn der Spielleiter kann hier zwischen verschiedensten Möglichkeiten wählen, was eigentlich passiert ist, was der Cthulhu-Hintergrund ist, das kann er für sich selbst ausdefinieren. Es gibt hier eine große Tabelle, da kann man drauf würfeln oder man kann sich das eben dann aussuchen. Eigentlich geht es um Syäga und ein paar Hexen, die dann den großen Alten eingesperrt haben unter der Erde. Und jetzt ist die Frage, dieser Johann König, der Dorfvorsteher, den ihr hier auf dem Blatt erkennen könnt, der ist jetzt wieder in Kontakt gekommen mit diesem ausgelöschten Hexenzirkel. Fragt man sich auch, warum ist der ausgelöscht? Also lag es einfach daran, dass sie korrumpiert sind oder sind sie eines natürlichen Todes gestorben? Oder kamen ein paar gute Hexenjäger vorbei, die dann diese Hexen verbrannt haben, obwohl sie eigentlich Gutes für die Welt wollten? Finde ich auch besonders spannend. Ich komme wieder zurück auf das Handout. Dieses Handout verändert sich je nachdem, was damals passiert ist und was Johann König heute will. Das ist alles in der Entscheidung des Spielleiters und das Handout, da kann man dann wie gesagt aus einer Spalte wählen und das können wir uns einfach mal angucken. Ja, wir sind jetzt schon ein paar Bilder weiter. Ich kann noch ein paar andere Bilder einblenden, weil sich das gewünscht worden ist, was da noch so mit dabei ist. Aber das, was ihr jetzt eben hier erkennen könnt, ist das Handout, beziehungsweise das, was damals passiert ist und das, was jetzt Johann König möchte. Gefangen verbündet, Syäga befreien, Übermensch werden. Das sind diese vier Spalten. Teilweise ist es egal, was damals passiert ist bei dem allerersten Eintragungsdatum in sein Tagebuch, aber dann verändert es sich und dann entstehen verschiedenste Geschichten. Sehr spannend, habe ich so noch nicht gesehen, gefällt mir gut. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass es ein großes Finale im Moor gibt an diesem namensgebenden Monolith, wie gesagt, das Abenteuer Monolith, das heißt so. Und je nachdem, was die Charaktere wollen, je nachdem, was Syäga möchte und was König will, kann es dann dazu kommen, dass es ein großes gemeinsames Ritual gibt oder eben einen letztendlichen Showdown, also eine Konfrontation. Vielleicht erscheinen auch noch irgendwelche Tentakelviecher. Das ist, wie gesagt, immer ganz davon abhängig, was ihr für euch wollt, was ihr hier machen möchtet. Also ein sehr modulares Abenteuer, gefällt mir gut. Es kommt hier natürlich nicht zum Ende, es kommt hier nicht zum Weltuntergang. Wir sprechen von einem Gambit, das heißt das allererste Austauschen, das allererste Opfern, damit das Spiel an Fahrt gewinnt. Wir gehen allerdings jetzt in einem zweiten Abenteuer ins Innere der Stadt. Wir gehen jetzt direkt nach Qamborn hinein und schauen uns mal die Universität an. Die hatte ich vorhin schon erwähnt. Die hat natürlich auch einen Namen, die hat einen Hintergrund, die hat viele verschiedene Professoren. Und in dieser Universität gibt es einen Zwischenfall, beziehungsweise nicht in dieser Universität, sondern draußen in einem Park. Allerdings sind zwei Professoren darin involviert. Es geht um ein Messer, das erstmal auch wieder sehr klischeehaft beladen. Ein altes Messer, das verflucht ist, da sitzt dann ein Geist drin, beziehungsweise ein Wesen, ein Dimensionsschlurfer, der dann in dieses Messer gebannt worden ist und der jetzt dann den Geist von Menschen beeinflusst, die dann dieses Messer besitzen.
Der eine Professor sticht den anderen ab und es beginnt eine Ermittlung in der Universität. Was mir hier gefällt, ist, dass es auch hier dann eine Ermittlung gibt. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie diese Charaktere jetzt hier von der Polizei auch angeworben werden. Das ist ja normalerweise nicht der Fall, dass die Polizei jemanden in diese Ermittlung involviert, beziehungsweise dann eben auch das zulässt, dass sie jetzt hier investigieren, sondern dass sie auf die Leute zugehen, dass sie dann die Hilfe der Polizei bekommen. Die Charaktere können dann gemeinsam mit der Polizei in das Leichenhaus gehen und mit einem Gerichtsmediziner sprechen. Er findet dann heraus, dass es eine Klinge gab, die sehr sauber und glatt in ihn hineingestochen worden ist. Gut, könnte jetzt ein Dolch sein, ein Messer, vielleicht eine Sichel oder sowas. Ach, gut. Wenn wir weiter ermitteln, dann dürfen wir auch bei einem Auktionshaus vorbeischauen und die haben tatsächlich 3 Gegenstände oder mehr auch unter das Volk gebracht. Und zwar an 3 verschiedene Professoren, die dann hier auch in der Universität anzutreffen sind. Das heißt, unsere Spur führt direkt in die Universität. Da dürfen wir mit dem Rektor sprechen. Wir dürfen in der Bibliothek etwas suchen und da selber recherchieren oder dann selbstverständlich auch mit den Professoren, die da anzutreffen sind. Also es sind viele verschiedene Professoren und wir dürfen mit allen von ihnen sprechen. Haben da dann auch das Wohlwollen von Professor Dr. Ernst Vogelstein. Er erzählt uns auch, dass es 3 geplante Expeditionen gibt, und zwar in die verschiedensten Richtungen. Und als ich das gelesen habe, habe ich sofort gedacht, ah, das lässt sich doch verknüpfen mit ja, Terra Cthuliana, das habe ich ja auch schon rezensiert, oder Feind meines Feindes. Das habe ich nicht rezensiert, sondern gespielt, also wer da nochmal was zu wissen möchte, der kann auch gerne oben auf das i drücken. Das waren so meine Gedanken und als ich dann die nächste Seite umblätterte, fand ich genau diesen Hinweis, hey, das lässt sich doch zu einer riesigen Kampagne aufbauen und genau das solltet ihr tun. Wenn ihr Lust darauf habt, ich habe zumindest sofort dann an die Terra Cthuliana gedacht und dass sich das eben zu einer Kampagne ausdehnen lassen kann. Ja, also diese Expeditionen stehen im Raum, jeder möchte eine eigene, der eine möchte nach Mexiko, der andere nach Malta und der andere nach Shambhala. Jeder hat irgendwie eine Motivation, jeder hat irgendwie Dolch, Messer oder eine Sichel und jede davon könnte dann zu dem Mörder passen. Ja, und dann heißt es, wie gesagt, weiter ermitteln. Mit der Menschenkenntnis die Psychologie der anderen zu durchleuchten, zu durchtasten und auf Widersprüche schließen lassen. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, wenn uns das nicht gelingt, hier schon den Mörder zu fassen, was möglich ist, dann werden wir von Professor Dr. Ernst Vogelstein zu einer Abschlussparty geladen. Sprich eine große Gala, wo dann alle 3 Professoren und viele weitere eingeladen sind. Und das schreit und das mündet in einem großen Finale. Wenn man es, wie gesagt, bis dahin noch nicht geschafft hat. Dieses Finale ist, wie gesagt, eine Option, aber es kann auch rausgelassen werden. Was ich ja auch so noch nicht gesehen habe, dass man das dann vorziehen kann, dass man es eben verhindern kann. Auf dem Fest, ja gut, wie es eben sein sollte, kann man sich weiter unterhalten, kann weitere Hinweise sammeln. Hier wird dann auch sehr spannend der Cthulhu-Mythos mit der griechischen Geschichte verwoben. Auch das habe ich schon einmal in Feind meines Feindes angeteasert, angedeutet. Das ist immer eine besonders schöne Aufgabe, wie ich finde. Wenn man dann tatsächlichen Mythos, der real existiert, der in Büchern niedergeschrieben ist, griechisch, römisch, meinetwegen dann auch die von den Wikingern, wenn man diesem Mythos Kreaturen oder Sagen mit den Cthulhuiden-Wesenheiten kombiniert und vermischt und vermengt. Das ist total toll. Gut, und wenn es uns, wie gesagt, weiterhin nicht gelingt, da dann den bösen Professor aufzuspüren, dann beschwört er gemeinsam mit seinem Messer, mit seinem Blutrausch, in den er dann gerät, einen Dimensionsschlurfer. Ihr könnt ihn dann hier auf der rechten Seite erkennen, Vergleich mit einem Investigator, beziehungsweise dann diesen Dimensionsschlurfer. Und der richtet dann natürlich gut Schaden an. Ja, und das führt dann eben dazu, dass wir entweder sind da gar nicht aufgetaucht und wir haben ihn nicht gefunden, oder wir können ihn im Vorfeld dann aufhalten, oder wir besiegen das Ungeheuer gemeinsam mit den Gästen, das geht auch. Ja, oder je nachdem, wie das Ende da aussieht, gibt es verschiedene Zeitungsartikel oder auch gar keine Zeitungsartikel, wie viele Menschen dann sterben, umkommen, wie viele Professoren dann dabei draufgehen, wie sich die Universität verändert. All das ist ja wieder Teil von dem Untergang von Qamborn. Es geht hier wie gesagt darum, dass Qamborn langsam zerfällt, dass es langsam untergeht, dass es von diesen Cthulhuiden Wesenheiten zerrissen wird. Es geht um ein Gambit. Diese 2 Abenteuer sind ein Prequel. Ein Prequel zu dem, was hoffentlich noch kommt.
Ich will hier so viele Abenteuer noch zu sehen. Dieses Szenario um eine Stadt wie Bielefeld, die nicht existiert, beziehungsweise die mal existiert hat, die jetzt aber mittlerweile von einem Nebel der Unwissenheit umgeben ist, das ist in meinen Augen was Neues. Das ist was, wenn ich selbst aus diesen Städten stamme, was komplett anderes als Lovecraft Country. Und ich finde, es lädt sehr zum Spielen ein. Aktuell ist, wie gesagt, noch nichts weiter draußen für Qamborn. Ich hoffe, wie gesagt, dass es Neues kommt. Das kann sich natürlich jetzt ändern, wenn ihr diese Rezension später sehen solltet. Nehmt das und spielt danach eine Terraktulianer oder Feind meines Feindes. Das bietet sich an. Damit sind wir mit diesem Buch fertig und wir gehen zu den Punkten. Wir haben vier Bewertungskriterien: die Modularität, den Spielspaß, die Spielleiterschwierigkeit und die Bonuspunkte. Ich gebe für das erste Abenteuer 5 von 5 Punkten. Das gilt auch für das zweite Abenteuer. Ich habe das schon erwähnt, man kann es auch 1920 spielen, man kann es aber auch nach 1890 verlegen oder in eine Now-Zeit. Man kann es mit ein bisschen Aufwand allerdings auch in ganz anderen Welten und in anderen Systemen spielen. Auch das würde funktionieren, wenn ihr es beispielsweise für DSA auflegen wollt oder für Pathfinder oder für Warhammer, dann geht das. Und das finde ich eben klasse. Ja, 5 von 5 Punkten. Es ist modular. Es ist in der Zeit verschiebbar. Super. Spielspaß. Auch hier gebe ich für beide Sachen 5 Punkte. Das hat beim Lesen gefallen. Wie gesagt, gespielt habe ich es noch nicht. Die Bücher sind gestern rausgekommen. Aber es klingt nach einer sehr spaßigen Situation. Es klingt neu und erfrischend. Einfach durch Qamborn als Hintergrund, weil ich aus dieser Stadt komme. Man kann natürlich da auch hingezogen sein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder man spielt einen Investigator aus einer ganz anderen Stadt. Aber das, was einen hier kitzelt, ist, dass man aus der gleichen Stadt kommt, dass es kein merkwürdiges Erbe ist, was einen dann hier hinzieht und von irgendeinem Professor, den man nie gekannt hat, oder der Großonkel einer Nichte, einer Tante, der ist jetzt gestorben und hat jetzt irgendwas hinterlassen, eine große Truhe auf einem Dachboden. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ein bisschen kritisch, aber wenn man tatsächlich aus dem gleichen Dorf kommt, aus der gleichen Stadt kommt, dann kennt man eben auch die Investigatoren schon. Vielleicht kennt man sich schon und hat dann einen gemeinsamen Hintergrund. Vielleicht ist man gemeinsam zur Schule gegangen oder zur Universität. Das sind eben so Sachen, die mir hier total gut gefallen. Man muss sich also auf Qamborn einlassen, man muss sich auf dieses Szenario einlassen. Spielleiterschwierigkeit. Ja, für das erste 5 von 5 Punkten. Monolith ist ziemlich einfach zu leiten. Es gibt da wenig, was man falsch machen kann. Man hat den Einstieg, man hat dann eine kleine Sandbox in diesem Dorf, kann da in verschiedene Orte gehen. Das ist nicht sonderlich schwierig, kann dann ja verschiedene Trigger auslösen, damit das Abenteuer weitergeht und am Ende mündet alles in einem großen Finale. Die einzige Besonderheit ist dann hier dieses Handout, da müsste man sich vorher eben Gedanken machen, was man möchte, aber ja, das ist nicht schwierig. Bei dem zweiten Abenteuer, der Blutrausch, finde ich allerdings, da kann ich nur 3 Punkte geben. Woran liegt das? Das ist der letzten Gala geschuldet. Und zwar sind Feste, Feiern immer schwierig zu leiten, wenn man dann auf viele verschiedene NPCs trifft, die alle eine verschiedene Motivation haben und eine verschiedene Persönlichkeit. Das ist schon anspruchsvoll, damit man das lebendig wirken lässt und nicht so starr, damit man da eben auch diese Feier spürt. Das ist schwierig. Deswegen gebe ich hier 3 von 5 Punkten für das Finale, für das Ende, wenn es dann ausgelöst wird. Der Kampf am Ende, der ist wie gesagt dann nicht schwer zu leiten, aber diese Stimmung, diese Festivität dann anspruchsvoll rüberkommen zu lassen oder lebendig, das ist die Schwierigkeit und deswegen hier die 3. Bonuspunkte 5 von 5 für beides. Es gibt Verschiedenes, was sie besonders gut machen. Ich habe schon vieles erwähnt, auch der Quellenteil ganz am Anfang gefiel mir. Die modularen Handouts und dann die Vermischung von griechischem Mythoswissen beziehungsweise dann dem Cthulhu-Mythos. Der Rektor, der Professor, der uns dann hier durch die Universität führt mit seinem Mathematik-Hintergrund, der hat hier so einen ganz eigenen Charme, wie ich finde, und die Professoren sind alle ziemlich cool. Die haben zusätzlich noch diese Verknüpfung mit den anderen Büchern, die mir dann beim Lesen sofort aufgefallen ist. Und das schreit einfach danach, dass man daraus sachte eine große Kampagne aufbaut. Man muss es nicht machen, aber es bietet sich unglaublich gut an. Also man kann das auch als One-Shot spielen und danach die Spieler entweder töten oder nie wiedersehen. Das geht auch alles. Aber wenn man das nicht machen möchte, kann man daraus wunderbar eine große Kampagne aufziehen. 5 von 5 Punkten. Ja, damit sind alle Punkte fest. Damit ist das ein besonders gutes Buch. Es gefällt mir. Auf Empfehlung, geht raus.
Cambon und ich hoffe, dass Pegasus das nicht versauern lässt im Schrank, sondern dass dann noch vieles weiteres zukommt. Vielleicht trägt diese Rezension ja auch dazu bei, dass es dann gekauft wird und dass sie erkennen, dass man hier noch mehr Zug rausbringen muss. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für das Interesse an meiner Rezension und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gehabt euch wohl, bis dann, ciao.